Bisher haben wir uns mit dem Verhalten von Ionen im Elektrolyten beschäftigt. Jetzt fragen wir uns, was mit den Ionen passiert, wenn sie denn die Elektroden erreichen. Wir wollen eine Kupferchloridlösung elektrolysieren. Wir geben in den Elektrolyt zwei Elektroden, legen eine Spannung an und können einen Strom messen. Wir haben einen äußeren Strom, der von der positiven Elektrode zur negativen Elektrode fließt. Und wir haben einen Stromelektrolyten, an dem die Ionen beteiligt sind. Wir haben eine Elektrode, in unserem Bild die rechte, aus der Elektronen in den Elektrolyt übergehen. Diese Elektrode nennen wir die Kathode. Wir haben eine Elektrode in unserem Bild links, bei der Elektronen aus dem Elektrolyt in das Metall übergehen. Diese Elektrode nennen wir die Anode. An Anode und Kathode treten sogenannte Durchtrittsreaktionen auf. Das bedeutet, hier wechseln Ladungsträger von einem Leiter zweiter Klasse zu einem Leiter erster Klasse bzw. umgekehrt. Die allgemeine Gleichung für eine Durchtrittsreaktion lautet oxidierte Form plus Elektronen ergibt reduzierte Form bzw. den umgekehrten Prozess reduzierte Form ergibt Elektronen plus oxidierte Form. Im ersten Fall haben wir es mit einer kathodischen Reaktion zu tun. Dieser Prozess überwiegt dann an der Kathode. Im zweiten Fall haben wir es mit einem anodischen Prozess zu tun. Dieser Prozess überwiegt an der Anode. In jedem Fall überwiegt an der Kathode die Reduktion und an der Anode die Oxidation. Betrachten wir die Anode etwas näher. Hier treten Elektronen aus dem Elektrolyt in das Metall. Dies kann zum Beispiel ein erzwungener Prozess sein. In unserem Beispiel wird das Chlorid gezwungen, Elektronen abzugeben. Dem Chlorid werden Elektronen entrissen. Dies kann aber auch ein freiwilliger Prozess sein, wie zum Beispiel in einer Zink-Kohle-Batterie. Das Zink gibt freiwillig Elektronen. Bei einer Elektrolyse ist die Anode zwangsweise positiv. Bei einer galvanischen Zelle, sprich Batterie, ist die Anode freiwillig negativ. Bei der Kathode treten Elektronen aus dem Metall in den Elektrolyt. Bei der Elektrolyse ist die Kathode zwangsweise negativ. Bei der galvanischen Zelle ist die Kathode freiwillig positiv. In jedem Fall überwiegt an der Kathode die Reduktion und an der Anode die Oxidation. Bei einer Zink-Kohle-Batterie ist das Zink die Anode, freiwillig negativ. Bei der Elektrolyse von Aluminiumoxid ist das Aluminium die Kathode, zwangsweise negativ. Für die Durchtrittsreaktion gilt für jede chemische Reaktion die Gesetze der Stöchiometrie. Damit können wir eine Beziehung herstellen zwischen dem geflossenen Strom und der umgesetzten Menge oxidierte bzw. reduzierte Form. Die Stoffmenge, die sich umsetzt, ist gleich Stromstärke mal Zeit durch Faraday-Konstante mal μe. Dies ist das Faradaysche Gesetz. Es gilt für Anode, für Kathode, es gilt für Elektrolyse und für galvanische Zellen. Wir lassen einen Strom von 1 Ampere einen Tag lang fließen. Dies entspricht einer Stoffmenge an Elektronen von 0,9 mol. Diese 0,9 mol Elektronen können zum Beispiel 0,45 mol Kupfer abscheiden, 0,9 mol Silber abscheiden oder 0,3 mol Aluminium abscheiden. An der Anode können mit dieser Strommenge 0,45 mol Chlor entstehen. Wir untersuchen eine Elektrolyse genauer, indem wir den Elektrolyt in eine spezielle Elektrolysezelle packen, die drei Zonen beinhaltet. Die drei Zonen heißen Anodenraum, Mittelraum und Kathodenraum und sind durch Fritten voneinander getrennt. Wenn wir nun elektrolysieren, zum Beispiel 4 mol Elektronen durch den Elektrolyt fließen lassen, haben wir mehrere Effekte. Wir haben einmal die Durchtrittsreaktion an Anode und Kathode und dann haben wir Wanderungsbewegungen zwischen Mittelraum, Kathodenraum und Anodenraum. Die Prozesse an der Anode und Kathode sind durch das Faradaysche Gesetz beschrieben. Die Wanderungsbewegungen zwischen den einzelnen Räumen
werden durch die Ionenbeweglichkeit bzw. durch die Überführungszahl beschrieben. Wenn wir zum Beispiel Salzsäure elektrolysieren, werden an der Anode 4 mol Chlor minus entladen und an der Kathode 4 mol H plus entladen. Da das Chloridion nur etwa ein Drittel der Beweglichkeit des Protons hat, wird der Ladungstransport im Elektrolyt vor allem durch die Protonen bewerkstelligt. Das bedeutet, es fließen 1 mol Chlorid vom Kathodenraum zum Mittelraum zum Anodenraum und es fließen 3 mol H plus in die entgegengesetzte Richtung. Im Endeffekt bedeutet das, dass die Konzentration nach der Elektrolyse im Anodenraum und im Kathodenraum unterschiedlich sind. Die Änderung der Stoffmenge im Anodenraum dividiert durch die Gesamtänderung der Stoffmenge entspricht der Überführungszahl T plus, in unserem Fall 3 Viertel. Die Änderung der Stoffmenge im Kathodenraum dividiert durch die Gesamtänderung der Stoffmenge entspricht T minus, in unserem Fall 1 Viertel. Das ist die Methode von Hittorf zur Ermittlung der Überführungszahlen aus Konzentrationsänderungen bei der Elektrolyse im Anodenraum und im Kathodenraum. An den Elektroden findet eine Durchtrittsreaktion statt. Ladungsträger wechseln zwischen einem Leiter erster Klasse und einem Leiter zweiter Klasse. Die umgesetzte Stoffmenge an den Elektroden kann nach dem Faradayschen Gesetz ermittelt werden. Durch eine spezielle Elektrolyse in einer Hittorfschen Zelle können die Überführungszahlen von Kation und Anion ermittelt werden.